Hallöchen und willkommen zurück im alten Ägypten. Die Masterbahnen, die werden endlich langsam fertig. Sie werden gebaut, das Fundament steht schon, die ersten Reihen sind unterwegs an Steinen. Wir bauen auch jetzt mittlerweile gleich bald Ziegeln selbst, damit es hier vorangeht. Königreichwertung ist extrem gut, die Kulturwertung passt auch schon. Mir fehlt nur noch der Wohlstand und die Monumente. Das heißt, es müsste eigentlich jetzt gut vorangehen. Und natürlich die Bevölkerung, aber das ist eigentlich das kleinste Problem, Bevölkerung. Denn produzieren tue ich genug. Ton, Ziegel nehmt ihr an, genau. So. Dann werden wir jetzt die Ziegeleien befüllen. Wenn die genug Arbeiter hätten. 12% sind arbeitslos. Warum bekommt ihr nichts? Der Weg ist zu lang bis dahin. Bauen wir hier noch eine Siedlung? Nee, das ist doof. Wenn ich hier noch ein Gebäude hinbaue. Hier kommt kein Arzt vorbei. Aber einen Rundgang will ich eigentlich auch nicht bauen. Ja, Arbeitskräfte benötigt. Es wohnt keiner in der Nähe. Wir bauen hier einfach noch ein Gebäude hin. Und hoffen, dass sie dann Arbeitsplätze bekommen. Und nicht Arbeitsplätze, Leute bekommen. So, die Ziegeln vom Pharao sind schon alle wieder verballert. Die im Masterbahn werden gebaut. Nicht schön hier, aber naja, was soll ich machen? Irgendwo muss es hin. So, geldtechnisch geht es ein bisschen voran. Könnt ihr mal gucken, Steuer eintreiben, Verwaltung, Steuer. Hier wird viel gezahlt, da wenig. Ich könnte noch einen Steuereintreiber gebrauchen, weil die laufen alle hier hinten rum. Dann bauen wir noch ein Steuerbüro. Da werden zwar die Leute meckern, aber das ist mir egal. Ich brauche Geld. Geld ist immer wichtig oder immer gut. Und wir bauen einfach hier nochmal ein paar Gärten dahinter. So. Dann machen wir die Dreiergärten. Die sind auch nicht schlecht. Da gibt es zwar nur einen anscheinend, aber ist egal. Passt schon. So, Religion nochmal schnell reinschnieken. Angetan, das ist immer gut. Fisch ist noch was da. Könnte noch ein bisschen mehr sein. Ich kann hier drüben noch Fisch abbauen. Einmal frei. Also einer passt zumindest hin. Den nehme ich mir. Und hier habe ich ja noch Felder. Flachs kann ich anbauen. Brauche ich jetzt zwar nicht. Für Webereien könnte man das aber. Warum? Schreibschulen brauche ich auch nicht, denn ich habe ja die Kultur schon erreicht. Wohlstandwertung, Arbeitslosenzahl, die hemmt das. Ja, die geht ja dann runter. So, ihr habt jetzt Arbeitsplätze bekommen. Ihr habt welche bekommen. Ihr bekommt Stroh beliefert und Ton, das ist okay. Wir brauchen aber noch viel mehr davon. Importieren bis zu 1000. Okay. Importieren bis zu 800. Importieren bis zu 800. Ja, okay. So, Stroh haben wir noch da. Nur der Turm wird langsam knapp. Jo, ihr braucht Stroh. Dann wird der auch gleich euch was liefern, denke ich mal. Ja, er kommt schon. Gast ist wieder genug angekommen, das passt soweit. Aber wir können bestimmt den Flachs verkaufen. Wer kauft Flachs? Ihr verkauft nur, ihr kauft Leinen. Kann ich die noch verarbeiten? Papyrus und Leinen. Die Weberei. Die macht ja aus dem Flachs die Leinen. Lohnt das jetzt noch? Müsste ich hier noch mehr anbauen? Jetzt haben wir eh gerade Flut. Ja, das werde ich noch sehen, ob ich das mache. Die nächste Flut wird perfekt, das ist sehr gut. 10% sind arbeitslos, das muss ich noch ein bisschen runterdrücken. Das heißt, ich baue erstmal hier noch eine Siedlung hin. Aber mit einer Straßensperre. So, da kommt hier eine kleine Siedlung. Die einfach nur dann für die 2,5 Bevölkerung reicht. Und dass ich noch ein kleines Industriegebiet bauen kann. So. Dahin Zibron. Oder Zisterne. Feuerwehrwache. Wie immer das gleiche. Architektenbüro. Polizeibüro. Ganz wichtig. Steuereintreiben. Dann noch Zahnarztpraxis.
Jo, 800 Bier, das kriegen wir hin, Chef. Und die Arztpraxis, die bekommen wir noch im Bazar, denn wie gesagt, ich brauche ja neue Leute. Und dann mache ich hier so einen Strang da hin und ich baue noch mehr Ziegeleien. Was fehlt euch? Angestellte, die kriegt ihr ja gleich. Die sind ja dann da. Verschönerungen, noch ein paar Gärten. Na, reicht's nicht? Oder habt ihr noch kein Wasser? Noch kein Wasser, das ist okay. Tempel bekommt ihr auch noch. Und noch ein paar mehr Leute. So, da kommt das Wasser. Die entwickeln sich weiter, sehr gut. Bevölkerung 2,1, das passt soweit. Ton ist da, das ist da. Hier geht es wirklich nur langsam voran. Das heißt, ich brauche noch ein Warnlager. Das bauen wir jetzt einfach mal hier mit dran. Das ist mir eigentlich egal, wo es dann die Leute herbekommt. Und das nimmt erstmal nichts an. Das nimmt nur den Stroh an und den Ton und die Ziegel. Und davon halt überall die Hälfte. Okay, und wir importieren einfach mal mehr. Importieren, wenn benötigt. Import nach Bedarf. Importieren bis zu 2002 oder so. Bis zu 1,6. So. Können wir es mal schön importieren. Geld steigt soweit. Denn Bier geht gut. Ach, der Facharbeiter wollte ja noch Bier haben, ne? Jo, können wir schicken. Dann kann ich auch wieder das Bier runtersetzen, dass ich ab 800 verkaufe. Baue jetzt, wie gesagt, doch noch die Flachsfarm. Nicht Gerste. Flachs. So, hier passt eine hin. Da müssen die irgendwie aufs Feld kommen. So, wie können wir es hier machen? So. So, so. Bräuchte ich halt Straßensperren, die kann ich hier bestimmt nicht bauen. Ja, das ist nicht schlimm, dann baue ich dann hier eine Straßensperre für die hier hinten. Die Straße muss weg, sonst hat der Arzt gleich Probleme. Ich komme nicht drauf, wa? Das war klar. Also das muss weg. Und dann halt so. Dann bauen wir halt noch ein neues Warenlager. Jo, und die Königreichswertung steigt. Denn wir haben wieder Bier geliefert zum zigtausendsten Mal. So, und ihr nehmt dann nur den Flachs an und die Leinen. Und wir bauen noch eine kleine Produktionsstrecke für den Flachs. Also ein paar Webereien. So, Weberei, Weberei. Noch eine Weberei. Feuerwehrwache. Architektenbüro. Passt soweit. So, ihr braucht Unterhaltung. Das ist auch kein Problem. Da kriegt ihr noch eine kleine Bühne. Hier eine Bühne, dort eine Bühne. Dann gibt es noch ein paar Gärten. Denn hier ist nicht so attraktiv, würde ich denken. Ein Geschenk vom Pharao. 1000 Ziegel, die kann ich gut gebrauchen. Die nehme ich sofort an. Was fehlt bei euch? Nahrungsmittel. Nahrungsmittel. Da sind auch genug da. Die müssten nur mal welche holen. Dann klappt es auch mit den Nachbarn. Attraktivität ist zu niedrig. Knallen wir hier noch ein paar Gärten hin. Hier noch ein paar Gärten hin. Was soll's. So, 2,4 Bevölkerung, das sieht auch gut aus. So, die Schreiber. Ein Sturm kommt auf. Und die Schiffe kommen dann später erst an zum Handeln. Das ist natürlich schlecht für mich. Denn ich brauche Ziegelsteine für meine Masterbars. Dafür brauche ich Ton und Stroh, den ich importiere. Wenn der jetzt ausbleibt, dauert das alles wieder ein bisschen länger. Aber wir können eigentlich mal die Geschwindigkeit erhöhen. Auf 100 knallen wir mal die Geschwindigkeit hoch. Blickt man gar nicht mehr durch. Überall wuseln Leute rum. Es geht so schnell. Keine Überschwemmung. Das ist nicht gut.
Dann brauche ich noch mehr Schreine. Und dann kommt was Neues. Die möchten mehr Lohn haben, meine Arbeiter. Dann gucken wir noch mal, wie viel möchte ich denn haben. Königreich zahlt 35, dann zahle ich auch 35. Senkt meine Einnahmen ein bisschen, aber das wird schon reichen, denke ich mal. So, Malaria, wo ist denn Malaria ausgebrochen? Ja, ich wusste es da oben. Die kommen weg. Das hilft mir nicht. Die kommen ja daran. Ich könnte auch jetzt diese Straße durchgehend machen. Aber hier habe ich es extra gesperrt. Lassen wir erstmal so. Die perfekte Flut kommt. Naja, das ging nur ganz schnell. So, bis zur Hälfte füllen. Sonst habe ich gleich keinen Platz mehr. Das kommt soweit, das ist soweit. Brauche ich eigentlich wieder ein paar Arbeitslager weniger. Und der König braucht wieder Bier. Aber das sollte eigentlich passen. Bier haben wir 800. Nee, passt noch nicht. So, Option. Ich drehe mal wieder ein bisschen runter. Ist mir doch zu schnell. So, wie es dann weitergeht, würde ich sagen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bei einer weiteren schönen Episode von Let's Play Pharao mit eurem Rob. Bis dahin, schaltet doch morgen wieder ein und tschüss.